Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Anfängerserie geht endlich weiter und heute geht es um das Thema Verschlusszeit. Viel Spaß damit! Die Verschlusszeit oder auch auf Englisch Shutter gibt an, wie lange ein Foto belichtet wird. In der Kamera gibt es einen Verschluss, der sich öffnet, sobald du den Auslöser drückst und wieder schließt, je nachdem, wie lange die Verschlusszeit dann ist. Durch diesen Verschluss fällt dann Licht auf den Sensor, ähnlich wie bei der Blende, und dementsprechend wird das Bild dann heller bei einer längeren Verschlusszeit oder dunkler bei einer kürzeren Verschlusszeit. Du kannst die Verschlusszeit einstellen an deiner Kamera, meistens am hinteren Einstellrad. Schau aber da auf jeden Fall nochmal in die Bedienungsanleitung und finde heraus, wo das bei dir genau funktioniert. Die Verschlusszeit wird normalerweise in Brüchen geschrieben, wie zum Beispiel eine 400. Sekunde. Das ist ja ganz logisch. Manchmal wird das auch so dargestellt auf der Kamera. Oben auf dem Display bei meiner Kamera ist es aber zum Beispiel so, dass dann da nicht eine 400. Sekunde steht, sondern einfach nur 400. Wenn es dann in den Sekundenbereich geht, wie zum Beispiel 4 Sekunden Verschlusszeit, dann wird da meistens noch ein kleines Anführungszeichen hintergesetzt, damit du das Ganze unterscheiden kannst. Lass dich davon auf jeden Fall nicht verwirren. Bei der Verschlusszeit gibt es auch wieder die sogenannten Blendenschritte, wie auch schon beim Thema Blende und bei der ISO-Zahl. Das bedeutet, wenn ich die Verschlusszahl halbiere, also von einer 400. Sekunde auf eine 800. Sekunde verkürze, dann wird das Foto dementsprechend dunkler und das Ganze wäre ein Blendenschritt. Wenn ich von einer 400. Sekunde auf eine 200. Sekunde gehe, dann verdoppel ich diese Verschlusszeit und ich gehe einen Blendenschritt weiter nach unten. Auch hier sind wieder Drittelschritte möglich, je nach Kamerasystem ist das aber auch ein bisschen unterschiedlich. Neben der Helligkeit kann die Verschlusszeit aber auch noch was anderes bewirken und das ist die sogenannte Bewegungsschärfe. Wenn du Elemente in deinem Foto hast, die sich schnell bewegen, wie zum Beispiel ein Sportler, eine Raubkatze oder was auch immer, dann musst du die Verschlusszeit extrem kurz machen, damit dieses Objekt dann auch wirklich scharf dargestellt wird. Merke dir einfach, je schneller eine Bewegung ist, desto kürzer muss die Verschlusszeit sein, um das Objekt wirklich einfrieren zu können. In der Sportfotografie ist es zum Beispiel so, dass man eigentlich nicht unter einer 1000stel Sekunde fotografiert, damit man auch wirklich sicherstellen kann, dass alles immer scharf ist. Natürlich gibt es auch Fälle, wo du artistisch werden möchtest und dann eine gewisse Bewegungsunschärfe in deinen Bildern erreichen möchtest. Dann musst du natürlich deine Verschlusszeit dementsprechend verlängern. Wenn das vorhandene Licht nicht mehr ausreicht, damit du eine Verschlusszeit wählen kannst, wo du sicherstellen kannst, dass das Foto scharf wird, dann solltest du zu einem Stativ greifen, was die Kamera nochmal zusätzlich stabilisiert. Wenn du nur aus der Hand fotografierst ohne Stativ, gibt es da auch eine kleine Regel, an die man sich halten kann, um verwacklungsfreie Bilder hinzubekommen. Es gibt eine Formel, die heißt 1 durch Brennweite. Das bedeutet, deine Verschlusszeit sollte immer 1 durch deine Brennweite sein. Wenn du zum Beispiel eine Brennweite von 200 mm benutzt, dann solltest du eine Verschlusszeit wählen, die mindestens eine 200stel Sekunde kurz ist, damit du verwacklungsfreie Bilder hinbekommst. Besser ist natürlich, wenn du dann eine 400stel Sekunde wählst oder noch schneller. Zusammengefasst können wir jetzt nochmal festhalten, lange Verschlusszeiten kannst du immer dann wählen, wenn du mit einem Stativ fotografierst. Wenn du zum Beispiel in der Landschaft unterwegs bist, dann fotografierst du meistens sowieso mit einem Stativ und da kannst du unendlich lange Verschlusszeiten wählen, da die Kamera auf einem Stativ steht und dadurch sich gar nicht bewegt. Wenn du aber zum Beispiel Sport, Wildlife oder was auch immer fotografierst, wo sich Objekte extrem schnell bewegen, dann musst du zu extrem kurzen Verschlusszeiten greifen, damit die entsprechenden Bewegungen dann eingefroren werden. Das war's zum Thema Verschlusszeiten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren, mit dem Fotografieren, mit der Bildbearbeitung und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.